ist das geil, ihr Gehirn zu penetrieren. Ich komme in der rechten Hälfte. Ihr Begehren ist nicht mehr ihres. Ich zwinge ihnen meins auf. Ich verbiete ihnen spontanes Begehren. Ihr Begehren ist das Ergebnis eines Milliarden-Euro-Investments. Ich entscheide heute, was sie morgen wollen. Das macht mich in ihren Augen wohl nicht sonderlich sympathisch. Im Allgemeinen sollte man sich ja bemühen, den Leser zu fesseln und so weiter, wenn man mit einem Buch anfängt. Aber ich will die Wahrheit nicht verfälschen. Ich bin kein netter Märchenonkel, eher so ein Superschurke, der alles ruiniert, was er berührt. Ideal wäre, wenn sie erst mich zu hassen beginnen und dann die Epoche, die mich hervorgebracht hat. Ist es nicht erschreckend, wie normal anscheinend alle diese Situation finden? Sie widern mich an, jämmerliche Sklaven, die meiner geringen Laune gehorchen. Warum haben sie mich zum Master of the Universe werden lassen? Dieses Mysterium möchte ich ergründen. Wie auf dem Höhepunkt dieses zynischen Zeitalters die Werbung zur Kaiserin gekrönt ward. Seit 2000 Jahren war nie ein verantwortungsloser Idiot so mächtig wie ich. Ich würde am liebsten alles stehen lassen und verschwinden mit dem heimlich Ersparten, dem Gift und den Nutten auf eine blöde, einsame Insel. Dann könnte ich den ganzen Tag Soraya und Tamara auf die Finger schauen, wenn sie auf meiner Panflöte spielen. Aber ich habe Schiss zu gehen. Deshalb schreibe ich dieses Buch. Wenn sie mir kündigen, kann ich dem goldenen Käfig entfliehen. Ich bin gefährlich, halten sie mich auf, bevor es zu spät ist. Ich flehe sie an. Sie schieben mir 100 Eier rüber und ich mache die Fliege Ehrenwort. Was kann ich dafür, dass die Menschheit entschlossen hat, Gott durch Massenkonsum Güter zu ersetzen? Ich lächle, weil ich, wenn es sich so ergibt, nach dem Erscheinen des Buches auch befördert werden könnte, statt vor die Tür gesetzt zu werden. Die Welt, von der ich Ihnen berichten will, verdaut die Kritik, bestärkt die Frechheit, belohnt den Verrat, organisiert die Verleugnung. Wenn demnächst der Nobelpreis für Provokation ausgeschrieben wird, werde ich als Kandidat kaum zu schlagen sein. Die Revolt gehört zum Spiel. In den Diktaturen von einst hat man die Freiheit des Wortes beschnitten, die Meinung Andersdenkender zensiert, Schriftsteller eingesperrt und umstrittene Bücher verbrannt. In den schönen Zeiten mit den schlimmen Scheiterhaufen konnte man die Guten und die Bösen noch auseinanderhalten. Im Totalitarismus der Werbung kann keiner seine Hände mehr in Unschuld waschen. Dieser Faschismus hat aus seinen Schlappen gelernt. Berlin 1945 und Berlin 1989. Warum geht die Barbarei jedes Mal in derselben Stadt unter? Zur Versklavung der Menschheit hat die Werbung die Mittel der Niveaulosigkeit, der Schmeichlerei und der Überredung gewählt. Wir leben im ersten System der Herrschaft der Menschen über den Menschen, gegen das selbst die Freiheit nichts ausrichten kann. Im Gegenteil, es setzt ganz und gar auf die Freiheit, seine größte Entdeckung. Jede Kritik lässt es besser dastehen, jedes Pamphlet nährt die Illusion seiner heuchlerischen Toleranz. Man wird auf elegante Weise unterjocht. Alles ist erlaubt, niemand macht einen zur Sau, wenn man Mist baut. Das System hat sein Ziel erreicht. Auch der Ungehorsam ist eine Form des Gehorsams geworden. Unser verfuschtes Leben wird schön umbrochen. Ich bin mir sicher, dass Sie beim Lesen dieses Buchs denken, wie niedlich der kleine Rotzlöffel, der die Hand beißt, die ihn füttert. Marsch in die Ecke, du sitzt hier genauso fest wie wir alle und wirst deine Steuern zahlen, wie jeder andere auch. Es gibt kein Einkommen, alles ist verriegelt mit einem Lächeln auf den Lippen. Sie fühlen sich blockiert von Krediten, die sie abstottern müssen, monatliche Ratenzahlungen und der Miete für ihre Wohnung. Das schlägt ihnen aufs Gemüt. Millionen von Arbeitslosen warten nur darauf, dass sie ihren Platz räumen.
Sie können schimpfen, so viel sie wollen, die Antwort hat schon Churchill gegeben. It has been said that democracy is the worst form of government, except all the others that have been tired. Er hat uns nicht belogen. Er hat nicht behauptet, Demokratie sei das beste System. Er sagte, das Schlimmste.